Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Passion and Progress Podcast. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchte ich mit meinem Gast Daniel Pongratz über das Thema Maximalkraft sprechen. Hierbei soll es primär um das Training im Powerlifting gehen, aber in diesem Zusammenhang auch um den Vergleich mit dem Bodybuilding-Training, also mit dem Hypertrophie-Training. Ich denke, wird ein interessanter Talk. Daniel ist in beiden Bereichen, sowohl Powerlifting als auch Bodybuilding, erfahren, auch Wettkampf erfahren. Von daher ein kompetenter Gesprächspartner und ich freue mich drauf und vielen Dank, dass du da bist, Daniel. Kannst dich gerne nochmal selber vorstellen. Ja, Luca, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Kurz zu mir, wie Luca schon angesprochen hat, mein Name ist Daniel Pongratz. Ich bin Sportwissenschaftler, Online-Coach, mache auch Personal-Trainings mittlerweile und habe mit der, ja, seit ich glaube 2018 zum Business aufgebaut, in diesem Bereich hauptsächlich mittlerweile Bodybuilding, habe auch meine Erfahrungen im Powerlifting gesammelt und ja, deswegen bin ich heute hier und versuche euch hier ein paar Einblicke in die beiden ja, Sportrichtungen zu geben und da ein bisschen aufzufädeln, mehr oder weniger, was so die verschiedenen Einflussgrößen sind und wie man eben das Training strukturieren kann. Ja, vielen Dank, Daniel, für die Vorstellung. Ich denke, wir können gleich reingehen in die Thematik und ja, fangen wir erstmal damit an, Maximalkraft zu umschreiben. Also ist natürlich die Fähigkeit, so viel Kraft wie möglich gegen einen zu überwindenden Widerstand zu erzeugen, beziehungsweise eben die Fähigkeit für eine Wiederholung in Powerlifting-Bezug auf die drei Übungen, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, so viel Gewicht wie möglich mit einer möglichst sauberen Technik eben zu bewegen. Und die Maximalkraft hat verschiedene Einflussfaktoren, die diese eben beeinflusst. Und möchtest du mal anfangen, diese zu umschreiben, Daniel? Klar. Natürlich der größte Einflussfaktor, in meiner Meinung nach auch wichtigste, ist immer noch der physiologische Muskelquerschnitt. Also im Endeffekt, wenn man es vereinfacht sagen will, die Hypertrophie des Muskels, also die Größe des Muskels. Dann kommt natürlich intermuskuläre Koordination dazu, das heißt das Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln untereinander. Man kann sich das so vorstellen, Squat beispielsweise jetzt einfach das Zusammenspiel vom Quadrizeps mit Gluteus Muskulatur, um es vereinfacht darzustellen. Und dann kommt natürlich noch die intramuskuläre Koordination dazu, was einen großen Einfluss auch auf die Maximalkraft hat. Man spricht hier einfach von der Frequentierung oder beziehungsweise der ja, Leitfähigkeit beziehungsweise Ansteuerung der Muskulatur, was sich dann natürlich mit dem Training auch im Laufe der Karriere verbessert. Dann kommen, also das sind so eigentlich meiner Meinung nach die drei größten Einflussfaktoren. Dazu kommt dann natürlich Sachen wie Geschlecht, Alter, Vordehnung der Muskulatur, die Faserlänge und den Zugwinkel beispielsweise noch kann man mit reinnehmen. Das sind aber meiner Meinung nach alles Faktoren, die dann eben sehr individuell sind und die nicht unbedingt trainiert werden können in der Hinsicht. Ich meine, dein Alter ist dein Alter, kannst du schlecht was dran ändern. Deswegen denke ich, macht es am meisten Sinn, auch auf die ersten drei genannten Einflussgrößen ein bisschen genauer einzugehen. Ja, voll. Also ich denke auch, Muskelquerschnitt spielt eine riesige Rolle. Umso größer unsere Muskelfasern durch das Krafttraining werden, desto mehr kontraktile Elemente bilden sich eben auch, die wir damit dann eben innervieren, also ansteuern können. Und desto größer wird dann letztlich auch die Kraft sein, die man hervorbringen kann. Und auch die intramuskuläre Koordination, eine sehr, sehr interessante Qualität, nämlich diese neuronale Effizienz, möglichst viele motorische Einheiten gleichzeitig zu aktivieren, ist, glaube ich, auch so für Anfänger immer wieder ein Phänomen, wenn die starten mit dem Krafttraining, wieso sie in den ersten Monaten jetzt nicht unbedingt so viel Muskelmasse aufbauen, aber sich
von den Kraftleveln her unglaublich steigern können. Also man macht sehr große Sprünge am Anfang, wenn man das Training eben gut durchzieht, ohne da halt jetzt die massivsten Zuwächse zu haben. Und so bleibt dann doch erstmal die große Muskelmasse aus und die steigern sich jedoch gut in der Kraft. Und das hängt dann eben sehr stark mit einer verbesserten neuromuskulären Ansteuerung zusammen. Weiter finde ich auch noch die Faktoren, die du angesprochen hast, mit Geschlecht zum Beispiel auch sehr interessant. Auch der Körperbau spielt natürlich eine riesige Rolle. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Bankdrücken sich anschaut, wenn man vom Körperbau so einen großen Rumpf hat, wie so ein Fass oder so, kann man sagen, und relativ kurze Arme, dann hat man halt einen sehr geringen Weg zu bewältigen. Und da spielen dann einfach die Hebelverhältnisse der auch für die Brustmuskulatur einfach sehr gut mit. Und dementsprechend wird man da wahrscheinlich auch höhere Lasten bewegen können als jemand, der jetzt sehr lange Arme hat. Klar, gibt da bestimmt auch wieder Ausnahmen, aber die körperliche Veranlagung spielt dann doch mit rein. Genauso wie die langen Arme dann zum Beispiel beim Kreuzheben wiederum eine gute Unterstützung sein können, ne? Also die Hebelverhältnisse eben können gewisse Bewegungen leichter machen, aber können sie eben auch erschweren. Und somit hat die Genetik eben auch starken Einfluss auf das, ja, Leistungsniveau. Und ja, ich denke, von hier aus können wir dann gleich in das Training übergehen. Sowohl das Training im Bodybuilding als auch im Powerlifting braucht halt Progression. Dieser Progressive Overload, von dem wir hier sprechen, ist eben die Veränderung von Variablen im Training und damit einhergehend auch diese fortlaufende Steigerung der Leistung im Training. Und wenn wir uns über einen längeren Zeitraum in den Trainingseinheiten nicht steigern können, dann hat der Körper eben auch keinen Grund dazu, sich zu verändern und dementsprechend mehr Muskulatur aufzubauen. Also man muss ihn eben dazu zwingen und das geht nur, wenn man dem Körper ständig die neuen Reize gibt, indem man eben mehr macht quasi, ne? Und am Anfang, wenn wir jetzt nochmal über Trainingsanfänger sprechen, da ist wahrscheinlich noch diese lineare Progression recht gut möglich, dass man in Grundübungen 5 Kilo, so beim Kreuzheben oder beim Kniebeugen pro Session mehr macht. Beim Bankdrücken dann vielleicht so 2,5 oder auch 5 Kilo. Aber diese Sprünge werden halt kleiner werden und dann muss man sich langsam eben mit gewissen Periodisierungen, mit Anpassung der Intensität oder des Volumens befassen, ne? Und möchtest du noch mal kurz anschneiden, worum es dabei geht in der Progression? Das Ding ist halt immer, viele reden von Progressive Overload im gleichen Zuge von Progression. Ich meine, Progressive Overload ist ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich die progressive Leistungssteigerung und nicht gleichzusetzen mit der progressiven Belastungssteigerung. Man meint halt immer nur, beispielsweise im Powerlifting sehe ich es oft so, die Rep Ranges werden kontinuierlich etwas verringert und natürlich hast du dann mehr Last auf der Hantel. Aber wie willst du sicher gehen, dass du jetzt wirklich Progression erzielt hast? Du hast eigentlich das Einzige, was du gemacht hast, du hast progressiv die Belastung gesteigert. Man muss sich da im Klaren sein, dass natürlich viele Faktoren, wie du schon gesagt hast, Volumen, Intensität und Frequenz da eine Rolle spielen. Und meiner Meinung nach ist es eben sehr wichtig, diese drei Faktoren ja natürlich entsprechend zu planen und eben auch zu wissen, an welchen Schrauben du drehen musst, um eben dann letzten Endes durch eine progressive Belastungssteigerung auch eine Progression zu erzeugen. Ja, absolut. Und ich denke auch neben den Stellschrauben, von denen du gesprochen hattest in Bezug auf das Training, ist es eben auch wichtig, dass man, wenn über längere Zeit nichts passiert im Training, auch andere Faktoren mit berücksichtigt. Weil zum Beispiel auch die Schlafqualität, die Schlafdauer, Alltagsstress und die allgemeine Erholung und die Erholung natürlich auch zwischen den Trainingseinheiten, die Ernährung, all das hat irgendwo auch Einfluss auf die Leistungssteigerung und gilt es eben auch mit zu berücksichtigen. Ich denke, so das einfachste Progressionsschema, mit dem sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene recht gut fahren können, das ist wirklich so die doppelte Progression. Die doppelte Progression bezieht sich eben auf die
beiden Variablen des Arbeitsgewichtes und auch der Wiederholungsanzahl in einem Satz. Und das bedeutet, wir versuchen eben mit einem Arbeitsgewicht die angepeilte Wiederholungsanzahl oder den Wiederholungsbereich zu erreichen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir eben im nächsten Schritt das Arbeitsgewicht erhöhen. Und das hat natürlich wiederum zur Folge, dass wir weniger Wiederholungen mit dem Gewicht schaffen, höchstwahrscheinlich. Und wir arbeiten uns dann wiederum bezüglich dieses Gewichtes mit den Wiederholungen etwas nach oben, also bauen die Wiederholungsanzahl aus. Und ja, da, so klettert man dann quasi immer weiter voran und arbeitet eben progressiv. Du hast dich ja auch schon mal für ein Powerlifting Mock Meet vorbereitet. Es ist ja sowas wie ein Wettbewerb, ne? Wie bist du da vorgegangen, so über die komplette Vorbereitung hinweg? Also wann hast du gestartet, in welchem Zeitraum, zeitlichen Abstand zu dem Meet dann? Wie sahen so die Phaseneinteilung aus? Es war eigentlich so, dass ich 10 Wochen out circa in die Vorbereitung gestartet bin, weil der Mock mit dann doch relativ spontan auf die Beine gestellt worden ist von unserem Kraftsportverein. Kraftsport Niederbayern an dieser Stelle, schaut's vorbei, wer Bock auf Powerlifting hat. Und war eben dann geplant, sich dort auf dem Mock Meet für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Deswegen haben wir quasi jetzt nicht darauf abgezielt, an diesem Mock Meet die Höchstleistung abrufen zu können, denn die deutsche Meisterschaft war quasi dann, lass mich überlegen, 16 Wochen out, 14 oder 16 Wochen out, und das Ziel war halt schon am Mock Meet die Leistung abrufen zu können, aber natürlich die Höchstleistung dann entsprechend 4 Wochen später auf der deutschen Meisterschaft zu bringen, weshalb eben dann auch das ganze Peaking und die Vorbereitung auf dieses Mock Meet ein bisschen anders verlaufen ist, als man es vielleicht jetzt für einen Hauptwettkampf machen würde. Also wir sind 4 Wochen noch in der Hypertrophiephase gestartet, haben dann sukzessiv einfach die Rep Ranges auch in den Mainlifts verringert und auch das Gesamtvolumen sukzessiv zum Mock Meet hin etwas verringert. Also ich habe dann zum Schluss hauptsächlich noch mit Topsets gearbeitet und maximal 2 Backoff-Sets in den Mainlifts. Accessories wurden dann auch, je näher es zum Mock Meet hingeht, rausgecuttet. Also das war eigentlich, wenn man es vom Peaking-Standpunkt sehen möchte, war es jetzt nicht wirklich ein Peak, sondern eben einfach eine, wie wir es vorher schon angesprochen haben, eine sukzessive Belastungssteigerung hin zum 1 AM, sage ich jetzt mal. Und das Peaking ging dann nach dem Mock Meet eigentlich los, wo wir eben dann weiter die Prozente, was jetzt den Topsatz angeht, gesteigert haben, die Rep Range quasi nochmal verringert haben. Und bis zur letzten Woche, wo wir dann eigentlich so ein relativ simples Peaking gehabt haben. Das heißt, noch zwei, also generell die Frequenz in der letzten Woche verringert von, ich glaube, 5 Einheiten waren es auf 3 Einheiten, wobei dann noch 2 Einheiten von diesen 3 eben ja, mit circa 80, 90% des 1 AMs, glaube ich, der Topsatz war. Und in der letzten Session vor der deutschen Meisterschaft wurde dann einfach nur noch die Opener getestet. Das heißt, um es kurz zu erklären, Opener ist eben der erste Lift oder der erste Versuch beim Bankdrücken beispielsweise, dann beim Kniebeugen, beim Bankdrücken und dann beim Kreuzheben, um in den Wettkampf einzusteigen. Und man hat eben dann nur noch die Möglichkeit, das Gewicht zu steigern. Die wurden dann in der letzten Session vor der deutschen Meisterschaft noch getestet, sehr erfolgreich eigentlich. Und dann ja, kam die Krankheit. Ja, Mann, auf jeden Fall extrem ärgerlich sowas, wenn dann durch eine Krankheit die ganze Vorbereitung irgendwo auch hinfällig wird. Also man wird natürlich seine Erfahrungen und so weiter da gemacht haben, aber
halt super schade einfach. Wie sollten denn die drei Opener aussehen? Also, was für Startgewichte wolltest du da in den drei Disziplinen verwenden? Das war im Squat 190, auf der Bank 125 und im Deadlift müssen es 230 gewesen sein. Ja, sauber. Und man hat ja jetzt schon rausgehört, dass du zum Ende dann, wo der Wettkampf anstand, dann auch ein bisschen Ermüdung abgebaut hast, indem eben nur noch die Opener so eben als Spezifikation stattgefunden haben. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass eben der Muskelquerschnitt eine sehr, sehr große Einflussgröße im Hinblick auf die Maximalkraft ist. Aber so zum Ende einer Powerlifting-Vorbereitung hin wird ja dann wahrscheinlich nicht mehr viel Hypertrophiearbeit stattfinden, sondern eben mehr Spezifikation. Hast du dich dann im Verlauf der Vorbereitung auch noch mit vielen Assistenzübungen befasst? Also natürlich wirst du einmal natürlich die Hauptübung drin gehabt haben, also Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, vielleicht sogar Variationen davon noch, aber hattest du dann auch noch viel Volumenarbeit mit drin? Nein, eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. Aber da ich halt schon in der Hinsicht schon eher fortgeschritten bin, würde ich sagen, macht es meiner Meinung nach da auch Sinn, eher in die Richtung zu gehen, das 1RM bzw. die Prozente im Training beim Topsatz beispielsweise etwas zu steigern, als beispielsweise bei einem Anfänger, der jetzt vielleicht sogar die 4 Wochen mit einer reinen Hypertrophiephase noch mehr rausholen kann, was jetzt die Maximalkraft dann angeht. Da muss man halt immer schauen, wo man steht und wo man hin will. Ja, okay. Und im Hinblick auf das Powerlifting, wie würdest du sagen, sollte man da die Wiederholungsbereiche gestalten, was so die Hauptübung angeht, aber auch die Assistenzübung? Schwierig, so eine Frage pauschal zu beantworten. So das typische Grau. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, man kann beispielsweise bis zur letzten Woche hin dann mal auf Wiederholungsbereiche von 1 bis 3 Reps runtergehen, was jetzt den Mainlift angeht. Die Accessories würde ich sogar eigentlich durchgehend im Hypertrophiebereich bleiben, denn meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, dann in der Accessory-Übung nochmal mit einer hohen Intensität reinzugehen, weil eben der Ermüdungsfaktor bzw. die Regenerationskapazität darunter extrem leidet. Da bin ich der Meinung, macht es eben mehr Sinn, eben den Hypertrophiefaktor mit der Accessory quasi abzuhaken und eher dann noch mehr Load quasi in den Hauptübungen zu bewegen. Und hast du das auch immer in Blöcken gestaltet, dass du Kraftblöcke hattest, Hypertrophieblöcke und bis dann das Peaking eben kam? Also meistens oder grundsätzlich sollte man auch meiner Meinung nach im Powerlifting eine relativ lange Zeit lang einfach eine Hypertrophiephase fahren, um eben da den Muskelquerschnitt zu maximieren und dann mit diesem Muskelquerschnitt oder dem erhöhten Muskelquerschnitt im Vergleich zu davor sich darauf konzentrieren, in diese intensiveren Phasen reinzugehen und eben dann nochmal die intermuskuläre und intramuskuläre Koordination quasi zu stärken. Ja, okay. Das alles natürlich auch immer unter Berücksichtigung einer sauberen Technik. Und dahingehend feiere ich das auch. Ich hatte das jetzt Ende Dezember, dass ich krank geworden bin, im Januar wieder eingestiegen bin. Und man neigt halt dazu, als Fortgeschrittener, finde ich, manchmal die Technik etwas zu vernachlässigen. Vor allem, wenn es darum geht, man möchte sich steigern. Es wird ja auch zäher mit den Trainingsjahren, sich weiterhin progressiv zu steigern. Und dahingehend mag ich diesen D-Volume-Ansatz sehr gerne, dass man sich erstmal mit einer geringeren Last eben ins Training wiederbegibt. Nach einer kleinen Abstinenz wie nach einer Krankheit sollte man sowieso machen, um den Körper nicht direkt wieder zu überlasten. Der ist sowieso sensibler gegenüber Trainingsreizen.
aber primär, um dann auch die Technik einmal wieder zu resetten, dass man einmal abchecken kann, dass man sauber arbeitet, dass man seine Mind-Muscle-Connection wirklich wahrnimmt in den Übungen, also zumindest auf Bodybuilding-Ebene. Und dann wird man halt auch langfristig eben die Qualität seines Trainings verbessern und so dann auch eben effektiver arbeiten können. Also um nochmal zurückzugehen zur progressiven Überlastung in Bezug auf das Powerlifting. Das ist halt nicht, dass man sich jedes Training zwangsläufig mit dem Gewicht steigern muss, ne? Das hattest du ja auch schon gesagt. Und dass man jetzt auch nicht immer direkt mehr Wiederholung schaffen muss, weil Progression ist halt nicht linear, ne? Die verläuft wellenartig und dementsprechend macht es eben auch Sinn zu periodisieren. Also dass man, wobei Periodisierung ist halt schon die Abwandlung von irgendwelchen Trainingsvariablen und dahingehend kann man dann eben schauen, dass man vielleicht besser wird, indem man die Intensität zunehmend steigert, indem man vielleicht auch mal das Volumen etwas steigert, also mehr Arbeit verrichtet, denn mit der Zeit, die man trainiert, steigen dann auch die Arbeitskapazitäten etwas an. Also indem man mehr macht, wird man auch empfänglicher für mehr Reize. Klar gibt es da auch wieder genetische Faktoren, die vielleicht dann Individuen erschaffen, die dann auch mit weniger sehr, sehr gut klarkommen können und die sich halt weiterhin so gut steigern können. Oder dass zum Beispiel auch die allgemeine Ermüdung so mit Stressoren aus dem Alltag berücksichtigt. Aber sonst ist eine gute Art der Progression auch noch, dass man vielleicht auch die Geschwindigkeit in Übungen etwas verändert. Also zum Beispiel auch eine bessere Exzentrik hat, mit Stops, mit Holds arbeitet, also da etwas kontrollierter einfach arbeiten kann. Und es gibt ja so klassische Powerlifting-Systeme wie Starting Strength mit dem 3x5 oder die Texas Method oder Wendlers 531, Smoloff. Und die ganzen Systeme funktionieren auch gut, weil sie alle auch irgendwo ja, eine gute Regeneration gewährleisten und auch progressiv angelegt sind. Aber was ist denn, wenn sich die Tagesform verändert? Man muss also als Powerlifter und auch als Bodybuilder irgendwo sein Belastungs- und Ermüdungsmanagement im Blick haben. Und was für Tools würdest du da als erstes mit einbeziehen, wenn es um die Belastungssteuerung im Training geht? Also natürlich gibt es verschiedene Herangehensweisen. Zum einen natürlich über die Ernährung, meiner Meinung nach. Klassische Refeeds eingestreut bei, jetzt wenn man aufs Powerlifting geht, bei Einheiten, die halt im Wochenverlauf quasi ein bisschen härter sind als die restlichen Einheiten, kann man beispielsweise am Tag davor und am selben Tag noch refeeden, also die Kohlenhydratmenge etwas erhöhen, um dann noch mehr Performance zu erreichen. Das wäre so das eine. Dann natürlich die klassischen Deloads. Man merkt auch immer mehr im Bodybuilding, wie wichtig so eine Phase der reduzierten Belastung ist, um eben dann entsprechende Anpassungen zu behalten und natürlich auch um das Verletzungsrisiko bzw. Verletzungspotenzial dann auch irgendwo zu minimieren. Also das wären so die klassischen Deload kannst du dann natürlich auf verschiedene Weisen angehen. Einmal, um einfach übers Volumen zu kommen. Das Volumen beispielsweise zu halbieren, ist so eine klassische Deload-Variante, die auch im Bodybuilding viel benutzt wird. Oder eben dann auch über die Intensität. Das heißt, ja, das Klassische wäre hier einfach die 60% der Intensität zu wählen. Und eben hier das Fitnesslevel zu halten und eben die Ermüdung entsprechend abzubauen, um eben dann quasi in eine neue Phase, eine neue Trainingsphase einsteigen zu können. Ja, Intensität ist ein gutes Stichwort. Ist jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr im Bodybuilding aufgekommen, wo es dann auch darum ging, dass das Volumen für das Individuum zu bestimmen, dass man sich da rangetastet hat als Trainierender. Und in diesem Zusammenhang dann auch, wenn das Volumen mehr wurde, man dann natürlich auch gucken musste, dass man da vernünftig regeneriert. Und so kam dann auch die Autoregulation mit hinzu, ne? Kannst ja auch gerne noch mal kurz erklären. Also im Grunde spricht man da von der RPE, also oder es wird oft im Powerlifting die RPE-Skala genommen. Das ist eine Skala,
von 1 bis 10 und 10 wäre quasi Muskelversagen. Pendant zur API-Skala im Bodybuilding ist die Reps in Reserve, bisschen vereinfacht, im Endeffekt genau umgedreht, wie viele Wiederholungen habe ich noch im Tank. Die RPE-Skala wird eben, wie gesagt, im Powerlifting mehr verwendet, da man eben auch sogenannte Singles, also einer Wiederholungen quasi mit einer RPE-Skala versehen kann. Da spielen dann Geschwindigkeit von der Rep, generell die Ausführung, also ja, ob du irgendwo einen technischen Breakdown drin hast, eine Rolle. Und so kann man eben auch die Maximalkraft in der Hinsicht bewerten, beziehungsweise eben da auch in diesem relativ geringen Wiederholungsbereich sich quasi progressiv steigern. Das wären so die zwei Skalen eigentlich, die man Ja. benutzt. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Tool. Kann aber auch natürlich zu Nachteilen führen, vor allem dann für Sportler, denke ich, die weniger erfahren sind, die das eben nicht so gut einschätzen können, weil man kann sich da halt stark überschätzen oder eben auch unterschätzen, irgendwo dann auch vielleicht ja unter seinen Möglichkeiten trainieren, ne? Und so vielleicht dann tatsächlich zu weit weg vom Muskelversagen trainieren. Definitiv. Also, dass die Last dann einfach zu gering gewählt ist und man aufgrund dessen dann vielleicht auch ja so innerhalb der Komfortzone bleibt und nie wirklich die stimulativen Reize setzen kann, die es eben braucht, um da tatsächlich voranzukommen. Da geht es natürlich wie immer, um so eine Skala anwenden zu können, muss man erstmal wissen, wo sind die Limits? Wo ist 0, wo ist 10, wo ist das wirkliche Muskelversagen? Und dementsprechend muss ich auch erstmal oder bin ich der Meinung, sollte man auch erstmal vielleicht ohne Skala trainieren, lernen, was ist Muskelversagen, wie gehe ich wirklich kontrolliert ans Muskelversagen. Beispielsweise Dinge, macht es Sinn überhaupt ans wirkliche Muskelversagen in den Mainlift zu gehen, wo das Verletzungsrisiko dann schon deutlich größer ist als jetzt beispielsweise bei einem Bizeps Curl. Solche Sachen spielen da meiner Meinung nach eine Rolle und muss man eben dann auch sehr individuell schauen. Jetzt beispielsweise aus Coaching-Sicht, was für einen Athleten habe ich hier? Hat man eher einen, der halt sich überschätzt, was die Skalen angeht, oder sich unterschätzt und dementsprechend kann ich eben das Training oder die Trainingseinheiten dann auch etwas anders gestalten, um eben da trotzdem noch das Maximum rausholen zu können. Ja, voll auf jeden Fall. Also kann definitiv ein gutes Tool sein, vor allem für dann eben erfahrene Athleten, die dann auch eben vielleicht viel Volumen brauchen, um voranzukommen. Und viel Volumen bedeutet dann ja auch eben, dass man mehrere Sätze hat, so eben auch die Technik öfter abrufen kann. Und ja, es sorgt, denke ich mal, auch einfach für weniger Frustration, weil jeder kennt es bestimmt, man hat einfach mal schlechte Tage und das ist dann von Dingen abhängig, die man vielleicht dann nicht mehr beeinflussen kann. Also ob wie die Ernährung am Vortag war, wie du geschlafen hast, wie die Motivation auch im Allgemeinen ist, ob du gerade gestresst bist, ob dich irgendwas mental ein bisschen beeinträchtigt. Und auch die Tageszeit zum Beispiel spielt natürlich auch eine große Rolle. Wenn man zu einer Zeit trainiert, zu der man sonst nicht trainiert, vielleicht dann vormittags oder so, noch nicht so viel gegessen hat, noch nicht genug hydriert ist. Und das alles kann dann natürlich die Leistung etwas minimieren. Ne? Auf jeden Fall. Ich würde noch über die Übungsauswahl sprechen wollen im Powerlifting und Bodybuilding. Im Powerlifting ist es ja so, man sollte schon sehr spezifisch arbeiten, eben auf Squat, Bench und Deadlift ausgelegt. Aber man benutzt dann eben auch ja, Assistenzübungen, um eben ein bisschen Volumen anzuhäufen, um da auch ja, eine gewisse Progression einleiten zu können und natürlich dadurch dann zum Beispiel auch, wie schon mal erwähnt, den Muskelquerschnitt zu vergrößern. Möchtest du noch was zur Übungsauswahl sagen im Powerlifting? Was da sinnig ist? Ja, grundsätzlich natürlich die drei Hauptübungen sollten irgendwo vorhanden sein im Training. Meiner Meinung nach macht es aber Sinn, relativ weit weg vom Wettkampf doch auch ziemlich viel Variation reinzubringen, um eben ja, den gewisse Bewegungs Ranges, sage ich jetzt mal,
besser zu stärken oder eben auch zu sehen, wo liegt meine Schwäche, wo liegen meine Schwächen, wie kann ich daran arbeiten jetzt, wenn ich vom Bankdrücken ausgehe. Ich bin beispielsweise sehr schwach von der Brust weg und arbeite dann aber nur mit Touch and Go, dann ist es meiner Meinung nach nicht sehr sinnvoll. So kann man beispielsweise dann relativ weit weg vom Wettkampf pausierte Varianten mit reinnehmen oder eben nur halbe Wiederholungen, solche Geschichten. Wenn jetzt mein Trizeps beim Bankdrücken beispielsweise sehr schwach ist, ich eben zum Lockout hin Probleme habe, dann kann man da beispielsweise so Board Press Sachen machen. Einfach hier geht es halt im Powerlifting eigentlich darum, bestimmte Teile der Range of Motion eben zu stärken, die eben oder wo eben eigentlich dann, wenn ich an die Maximalkraft gehe, mein sogenannter Sticking Point liegt, wo ich eben in der Rep dann quasi oder die Rep dann nicht mehr vollenden kann. Das denke ich ist eigentlich so der größte Aspekt, den man im Powerlifting beachten sollte. Wo bin ich schwach und wie kann ich diese Range eben verbessern? Welche Muskelpartien gehören dazu, spielen damit rein? Macht es Sinn, eben da hypertrophietechnisch verstärkt zu arbeiten oder eben da generell die Technik nochmal zu verfeinern? Da muss man eben schauen, an was liegt es? Liegt es an der Technik oder eben an einem zu schwachen Muskel in der Hinsicht? Und wie gehe ich dann an diese Problematik ran? Ja, und diese drei Grundübungen, von denen wir jetzt auch mal gesprochen haben, findest du die auch irgendwo essentiell oder zumindest, dass sie einen gewissen Stellenwert verdient haben im Bodybuilding-Training? Also muss man da drauf zurückgreifen oder sollte man Varianten dieser Übungen mit drin haben? Varianten auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Die Übungen an sich, da hat sich meine Meinung über die Jahre jetzt doch sehr stark geändert, bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, als Bodybuilder brauchst du theoretisch keinen freien Squat machen, wenn deine Hebeverhältnisse einfach nicht dafür ausgelegt sind, um wirklich die Muskulatur zu stärken, zu trainieren, die du in diesem Lift auch trainieren willst. Das wäre beim Squat beispielsweise eben eher die Quads. Wenn ich eben sehr lange Oberschenkelknochen habe und eben beim normalen Squat eine extreme Belastung auf dem unteren Rücken, weil ich von Haus aus schon lower beugen muss, um wirklich tief zu kommen, dann sollte man sich meiner Meinung nach da nicht dazu zwingen, diese Kniebeuge unbedingt im Plan zu haben, sondern eben auf andere Übungen auszuweichen, wo ich wirklich dann wo die Zielmuskulatur auch wirklich die limitierende Muskulatur ist. Ja, definitiv. Ich denke auch, würde ich so voll mit übereinstimmen. So zum Beispiel ein Squat führe ich tatsächlich aktuell auch lieber in der Multipresse aus, da ich mich da eben sehr gut stabilisieren kann und sehr gut eben auf den Bewegungsablauf auch an sich konzentrieren kann. Und ja, auch von der ROM macht es in vielen Übungen auch Sinn, dann zum Beispiel von der Barbell auf die Dumbbells umzusteigen, da man dort dann eben auch nochmal die zusammenführende beziehungsweise so ein bisschen individuelleren Bewegungsablauf für sich eben wählen kann. Seien es jetzt Rows oder auch Presses einfach, ne? Da hast du dann einfach mehr Weg zu verrichten, kannst deine Handgelenkstellung vielleicht auch nochmal ein bisschen abwandeln, was dann auch nochmal die Führung natürlich ein bisschen angenehmer gestalten kann. Ich meine, es ist eigentlich klar, im Powerlifting, also um es jetzt vereinfacht darzustellen, im Powerlifting versuchst du halt, dir das Ganze so leicht wie möglich zu machen und im Bodybuilding eben genau andersrum. Im Bodybuilding versuchst du halt tendenziell eher die Übung an sich so schwer wie möglich zu machen, um eben da eigentlich aus einem relativ simplen Übung einen maximalen Stimulus rauszuholen. Ja, sehr geil zusammengefasst, Mann, finde ich gut. Dann können wir uns nochmal das Training von Bodybuildern und Powerliftern vielleicht genauer anschauen, also vor allem auch Wiederholungsbereiche in Hinblick auf Spezifikation, dass man die intramuskuläre Koordination verbessern möchte. Trainieren Powerlifter dann meist eher in Bereichen von 1 bis 5 Wiederholungen, während Bodybuilder dann so
klassischerweise eher eine moderate Wiederholungsanzahl anpeilen von 6 bis 12 Wiederholungen, manchmal natürlich auch ein bisschen drüber oder ein bisschen mehr drüber, je nach Übung dann eben auch davon abhängig. Ja, und diese Trainingsweise sorgt dann eben dafür, dass Powerlifter zwar die stärkeren Athleten sind, aber Bodybuilder dennoch, obwohl sie eben den größeren Muskelquerschnitt haben, die massiveren, die muskulöseren Athleten sind. Und ich finde, deswegen können wir uns eigentlich nochmal auf die physiologische Ebene begeben, uns anschauen, was hat es eigentlich auf sich damit, dass Bodybuilder, obwohl sie schwächer sind, einfach mehr Masse mit sich rumtragen. Ich glaube, grundsätzlich muss man da natürlich mal schauen, auch die entsprechenden Leute, beziehungsweise wen vergleicht man. Es gibt natürlich noch die alteingesessenen Powerlifter, nenne ich es jetzt mal, die eher etwas übergewichtig sind, wenn man es wirklich anschaut und jetzt sehr, sehr massig sind. Dass so jemand dann natürlich stärker ist als ein Bodybuilder, der jetzt beispielsweise vielleicht ein paar Kilo weniger wiegt, ist klar. Das so zum Start mal. Masse ist natürlich Macht in der Hinsicht. Der schwerere Athlet wird höchstwahrscheinlich auch mehr Masse bewegen können. Was meiner Meinung nach aber die größte Rolle spielt, wahrscheinlich ist einfach das Wachstum der Typ 1 Fasern, also der langsam kontrahierenden Fasern. Im Powerlifting hast du eigentlich so vom Training her nicht wirklich den Stimulus, um diese Fasern stark zur Hypertrophie zu bringen. Was im Bodybuilding natürlich mit verschiedenen Intensitätstechniken und so weiter schon der Fall ist. Mittlerweile arbeitet man ja auch im Bodybuilding mal mit 20 bis 30 Wiederholungen. Auch wenn man da ans Muskelversagen geht, ist natürlich auch da der Stimulus gegeben, aber trainiert halt tendenziell eher die Typ 1 Fasern. Was man dann vielleicht noch sagen kann, ist der Fiederungswinkel von der Muskulatur her, der kann da auch ein bisschen anders ausfallen, beziehungsweise im Powerlifting hast du ja auch dadurch, dass du versuchst, so effizient wie möglich zu arbeiten, eine andere Gelenkstellung oftmals als im Bodybuilding, beziehungsweise stellst dich schon ganz anders auf, legst dich ganz anders auf die Bank, beispielsweise beim Bankdrücken, was dann natürlich wieder Range of Motion beeinflusst. Und man weiß ja auch mittlerweile, wenn man tendenziell über eine größere Range of Motion den Muskel belastet, ist das Muskelwachstum, also die reine Hypertrophie, auch da ein bisschen besser. Als letzten Punkt würde ich noch sagen, die sarkoplasmische Hypertrophie, also das Wachstum von Kollagen oder Anhäufung von Kollagen, Glykogen und anderen zellulären Untereinheiten, nenne ich es jetzt mal, in der Muskulatur, ist natürlich im Bodybuilding aufgrund der etwas höheren also Anhäufung von Metaboliten auch höher, was eben dann schon zu einem sehr starken Unterschied in der Hypertrophie führen kann, meiner Meinung nach. Ja, also das mit dem metabolischen Stress, sehr interessant, dass eben dieser metabolische Stress eine additive Wirkung zur Hypertrophie haben kann, laut Datenlage eben. Und dazu kommt dann eben auch noch, dass beispielsweise durch eine höhere Wiederholungszahl nicht nur mehr Metaboliten angehäuft werden, sondern man hat natürlich auch irgendwo mehr exzentrische Wiederholungen. Das heißt, durch mehr Exzentriken können wir dann auch mehr Muskelschäden erzeugen. Und das deutet eben auch darauf hin, dass durch mehr muskuläre Schädigung auch ein höheres Muskelwachstum einhergeht. Also ist nicht wirklich eindeutig, aber sind mit Sicherheit alles irgendwo Einflussfaktoren, die die muskuläre Hypertrophie positiv begünstigen können. Ja, und auch sehr interessant mit dem Fiederungswinkel, mit den Gelenkstellungen und so, hast du natürlich im Bodybuilding auch erhöhten Einsatz von zum Beispiel Maschinen, dadurch dann vielleicht auch
ja, einfach eine sauberere Arbeitsweise. Manche Maschinen sind halt echt genial, haben da auch eben von den Widerstandsprofilen eine gute Übereinstimmung mit den Kraftprofilen oder unterstützen die Kraftprofile der Muskulatur sehr gut, wodurch man dann einfach nochmal den Muskel effektiver und zielgerichteter treffen kann, vielleicht auch in einer besseren ROM, wie du schon gesagt hast, treffen kann. Und ich denke auch, der Einfluss der Intention bei Bodybuildern, beim Ausführen von Bewegungen spielt auch noch eine große Rolle, dass Bodybuilder dann schon schauen, auch wirklich ein besseres Muskelgefühl zu haben. Es da halt auch mehr darum geht, die Muskulatur, die man treffen möchte, besser zu spüren, also möglichst gut zu beanspruchen. Und beim Powerlifting geht es eben mehr darum, effizient zu arbeiten. Heißt dann, dass man zum Beispiel beim Bankdrücken auch mal mit Leg Drive arbeitet, wo dann eben nicht nur die Brust, der Trizeps, die Schultern arbeiten, sondern da auch eben andere, wie sagt man, Facetten eingesetzt werden, um da möglichst stark zu sein. Das Training. Da sprichst du einen guten Punkt an. Sorry, Nee, alles noch cool. kurz reingrätschen. Ich denke, da sprichst du einen guten Punkt an, wie ich vorher schon erwähnt habe. Haben wir ja im Powerlifting immer das Ziel eigentlich vor Augen, das Gewicht so effizient wie möglich zu benutzen, zu bewegen und im Bodybuilding halt eher den Muskel maximal zu belasten. Ich meine, wenn man jetzt ans Powerlifting-Training rangeht, hast du ja die Grundübungen, wo beispielsweise ein Muskel den limitierenden Faktor darstellt. Dann trainiere ich halt eigentlich tendenziell nur diesen Muskel bis ans Maximum und die restliche Muskulatur, die halt schon auch in der Übung belastet wird, erhält zwar eine Belastung, aber natürlich nicht so ans Maximum, als wenn ich hergehe als Bodybuilder und trainiere wirklich jeden Muskel, Quadrizeps, Glutes und so weiter separat. Ich denke, da haben wir auch noch einen großen Faktor eben, was eben dann dazu führt, dass die Bodybuilder tendenziell etwas mehr Muskelmasse mit sich rumtragen. Ja, und wenn wir uns das Training anschauen von Powerliftern im Vergleich zu Bodybuildern, ein Faktor, der halt auch sehr auffällig ist, finde ich immer, sind die Pausenzeiten zwischen den einzelnen Sätzen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Man hat ja so dieses klassische Bild im Auge, dass ein Powerlifter dann 5 bis 10 Minuten, Campingstuhl. naja, ja. Campingstuhl am Start und ein paar Gummibärchen oder so ein Zeug. Das ist so der typische Eindruck von einem Powerlifter. Ja, verstehe ich und ist auch irgendwo richtig so, da man ja im Powerlifting eigentlich versucht, aus jedem Satz oder bei jedem Satz das Maximum an Gewicht zu bewegen und relativ fresh in den Satz reinzugehen, weil das Ziel ja nicht ist, die Muskulatur maximal zu belasten, sondern eben maximales Gewicht zu bewegen und somit auf Dauer ein hohes Trainingsvolumen anzuhäufen. Deswegen macht es eben im Powerlifting Sinn, da ja, mit der sogenannten lohnenden Pause, heißt ja im Ausdauertraining, sich mehr oder weniger so weit zu regenerieren, dass man fast schon das gleiche Gewicht oder die gleiche Performance nochmal abrufen kann und somit eine relativ hohe oder eine relativ qualitativ gute Einheit zu absolvieren, was jetzt wirklich die Spezifität Richtung Mainlifts angeht. Im Bodybuilding hast du ja das Ding, du möchtest gar nicht maximales Gewicht bewegen, sondern du möchtest deinen Muskel maximal stimulieren. Und da macht es ihm dann mehr Sinn, eher geringere Pausen jetzt zu wählen. Man kann es natürlich immer bis ans Maximum treiben. Also ich würde jetzt auch im Bodybuilding keinem empfehlen, bei Zwischensätzen von Kniebeugen 30 Sekunden Pause zu machen, weil eben das Verletzungsrisiko dann schon auch sehr hoch wird. Aber grundsätzlich denke ich, ist eben da das der springende Punkt, dass man eben im Powerlifting so effizient wie möglich arbeiten möchte und dementsprechend auch ready oder ziemlich nahe am Maximum von der Erholung zu sein, bevor ich in den nächsten Satz reingehe, wo ich wirklich wieder sehr hohes Gewicht bewege.
Im Vergleich zum Bodybuilding, wo ich eben einfach nur versuche, den Muskel mehr oder weniger zu zerstören. Ja, nice. Ja, es geht im Powerlifting halt wirklich darum, das Nervensystem gut abrufen zu können. Also, dass das Nervensystem möglichst viele motorische Einheiten abrufen kann, dass man seine Hebel sinnvoll einsetzen kann. Und im Bodybuilding geht es halt einfach mehr um, ja, das Aussehen, um Ästhetik, Symmetrie, Muskulosität und dahingehend auch natürlich der Zustand, also die Condition, die man hat, ne? Klar, Powerlifter versuchen dann auch zum Wettkampf hin, sich in gewisse Gewichtsklassen zu begeben, wenn die eben noch in näherer Reichweite sind. Und dann wird halt auch mal eine Diät oder ein Watercut gemacht. Genau. Es ist halt nicht so krass wie im Bodybuilding, ne? Das ist, denke ich mal, auch noch ein riesiger Unterschied, also wenn es dann auf die Wettkämpfe zugeht. Meinst du, übungsspezifisch können Bodybuilder sich ein Scheibchen abschneiden vom Powerliftern oder auch über Übungen hinaus, was die Mentalität angeht? So zum Beispiel ein Deadlift oder eine Deadlift-Variante würde halt auch, denke ich, jedem Bodybuilder irgendwo gut tun, wenn es jetzt um die hintere Kette geht, auch im Hinblick auf durchtrainierte Rückenstrecker, die dann richtig schön fleischig werden auf der Bühne. Meinst du, da gibt es noch mehr? Ich denke, was jetzt Bodybuilding angeht, wenn du richtig guter Bodybuilder sein willst oder werden willst, dann musst du auch irgendwo stark werden. Denn wie gesagt, Hypertrophie passiert ja auch nur bis zu einem gewissen Grad, wenn ich eben diese progressive Belastungssteigerung oder den Progressive Overload ausreizen kann. Und auch so Sachen wie du eh schon genannt hast, richtig fette Rückenstrecker oder einfach richtig starke Quads bekommst du meiner Meinung nach nicht durch 20 Sätze Leg Extensions oder einen heftigen, fleischigen Beinbeuger durch 20 Sätze Beinbeuger im Liegen. Da müssen einfach Grundübungen her, die halt auch progressiv gesteigert werden können und wo man eben dann auch ja, einen sehr hohen Stimulus pro Satz erzeugen kann. Ja, das sind, denke ich, eigentlich so die größten Faktoren, die man beachten sollte als Bodybuilder. Und das halt natürlich auch, also was man sich beispielsweise als Bodybuilder meiner Meinung nach vom Powerlifting noch abschauen kann, ist doch auch über bestimmte Bewegungsamplituden zu arbeiten, also beispielsweise die ROM etwas zu verkürzen. Bodybuilding ist ja eher so, dass man versucht, über die komplette Range of Motion immer zu arbeiten, was aber das Problem ist, wenn du genetisch eben von deiner Körperkomposition her für diesen Lift, wie jetzt beispielsweise die Kniebeuge nicht ausgelegt bist, daher zu gehen als Bodybuilder, um beispielsweise die Range of Motion bis zu dem Punkt zu kürzen, wo beispielsweise mein unterer Rücken dann die Biege macht, denke ich, kann man sich da als Bodybuilder noch viel vom Powerlifting abschauen, die halt dahingehend schon sehr eine sehr hohe Übungsauswahl haben, also sehr vielseitig aufgestellt sind, was eben die Trainingsweise der verschiedenen ja, Teile also Teilbewegungen angeht. Und ansonsten bin ich voll bei dir. Ja, also Genetik spielt eine große Rolle auf jeden Fall, ne? Ja, dahingehend hatten wir ja schon angesprochen, dass so die Körpermaße dafür sehr entscheidend ist. Spielt natürlich auch im Bodybuilding eine große Rolle, ne? Wie man eben von den Extremitäten zum Beispiel veranlagt ist, ob man da lange Arme, lange Beine hat. Das macht natürlich die Muskelbäuche oder kann die Muskelbäuche ein bisschen schmaler wirken lassen, ein bisschen mehr in die Länge gezogen wirken lassen und da eben auch sowohl Vorteil als auch Nachteil sein. Und ansonsten hast du natürlich vollkommen recht mit der Progression. Das ist im Powerlifting, aber eben auch im Bodybuilding super wichtig. Powerlifter müssen eben bei ihren Übungen bleiben, versuchen darin so stark wie möglich zu werden, während Bodybuilder die freie Übungsauswahl haben. Und wenn mal eine Übung nicht so gut läuft, hat man eben die Möglichkeit, die auszutauschen. Manchmal wird halt etwas zu schnell ausgewechselt und durch dieses schnelle Wechseln von Übungen kommt man dann auch nicht wirklich
voran in vielen Fällen. Und da sind die Powerlifter halt strikt bei ihren Übungen. Die müssen eben durchziehen, müssen da stärker werden. Und ich denke, da könnte man sich eben auch, was so die Beständigkeit von Übungen angeht, etwas abgucken, auf jeden Fall. Du meintest ja, du trainierst aktuell mehr Bodybuilding-lastisch, also hast gerade mehr die Intention, eben maximalen Muskelaufbau anzustreben. Hast du aktuell Grundübungen noch drin, in ihrer Reihenform oder Ich Varianten? habe aktuell das Bankdrücken noch drin, aber jetzt wieder Touch and Go, also nicht mehr so pausiert. Und auch noch den Deadlift aktuell normal vom Boden drin. Einfach aus dem Grund, weil ich schon auch versuche, noch mehr Fleisch auf die Rückenstrecke auch raufzubekommen. Und ich von meinen Hebelverhältnissen her eigentlich, sei es jetzt Sumo Deadlift oder normal, relativ gut heben kann, da immer noch eine gute progressive Steigerung verzeichnen kann. Von dem her ist der noch drin. Ich bin auch, was den unteren Rücken angeht, was ich feststellen musste, über die Jahre doch ein bisschen gesegnet. Also ich habe selten Probleme mit dem unteren Rücken, auch bei viel Grundübungen und wirklich viel Last eben auf die Wirbelsäule. Da habe ich eben das Problem selten, dass da mal irgendwas zwickt oder ich da mal ein bisschen ja, sore bin in dem Bereich. Aber ansonsten, die Kniebeuge wurde jetzt beispielsweise durch eine Hack-Squat getauscht. Wir haben in unserem Studio jetzt neuerdings eine Belt-Squat, die eben auch aktuell sehr hart penetriert wird. Sehr Und geil. ja, genau, das sind eigentlich, also wie gesagt, Deadlift vom Boden ist noch drin und das Bankdrücken. Er hört sich auf jeden Fall richtig stabil an. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute auch. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Daniel. Magst du den Leuten vielleicht noch erzählen, wie sie dich finden können? Also Instagram oder Homepage oder dergleichen? Sehr gerne. Instagram unter Bavarian Bulls, alles zusammen klein, solltet ihr mich finden. Dann haben wir noch, oder habe ich die Website, einfach meinen Namen ausgeschrieben, danielpongratz.de. Muss man schauen, wird sich in Zukunft auch noch ein bisschen was ändern, da ich ja jetzt auch noch einen Kollegen ins Coaching geholt habe. Wir sind jetzt zu zweit. Wird sich vielleicht über die Website noch was ändern, aber bis jetzt erreicht ihr mich quasi über die Website und über Instagram am besten. Ja, Freshman. Dann vielen Dank den Zuhörern, dass ihr bis hier am Ball geblieben seid und auch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus diesem Talk und ja, freue mich, wenn ihr eingeschaltet habt und freue mich, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu können. Bis dahin bleibt anabol und hypertrophiert ordentlich. Haut rein.